Ich freue mich wie verrückt auf die nächste Folge von Max, dem Superhund. Ja, endlich finden wir raus, wie Max dem bösen Dr. Motte entkommen kann. Ja! Glaubst du, er benutzt ein Spionagehalsband? Das hat er nicht nötig. Max hat Superkräfte, genau wie ich. Hey, Bill, warte auf uns! Nein, das darf doch nicht wahr sein. Der Fernseher geht nicht. Hm? Papa! Papa, wieso geht er nicht? Der Fernseher ist kaputt. Ich habe alles probiert. Lass mich mal ran. Kannst du denn wirklich nichts machen? Keine Sorge, mein Schatz. Der Fernseher hat noch Garantie. Wir können ihn gleich morgen umtauschen. Aber morgen ist es zu spät. Max, der Superhund läuft heute. Ach komm schon. Es gibt Besseres, als vor dem Fernseher zu hocken. Ab nach draußen. Frische Luft tut dir gut. Das darf nicht wahr sein. Bill, bitte. Du kannst dich draußen weiter austoben. Ich hab eine Idee. Wir fragen die Nachbarn. Bei irgendwem dürfen wir bestimmt Max gucken. Genialer Plan. Das machen wir. Haustier TV? Ja, das kriegen wir. Aber, meine Mama guckt gerade Föhn, Frisuren und Keilabsätze auf einem anderen Sender. Haustier TV, hast du gesagt? Nein, tut mir leid. Das guckt bei uns keiner. Willst du mal abbeißen? Leckerbissen. Ja, wir kriegen Haustier TV. Aber ich fahre heute zu meiner Oma. Frag doch mal im Hundesalon. Danke, Marie. Guten Tag. Bitte sagen Sie, dass Sie Haustier TV kriegen. Nein, leider nicht. Ich habe letzten Monat das Abo gekündigt. Das ist ein Albtraum. Jetzt verpassen wir Max. Aber sicher, mein süßer Schmusekater. Ich schaue mit dir Katze und Mensch auf Haustier-TV an. Hey, Bobby, hast du das gehört? Guten Tag, Madame Stick. Ich weiß, dass Sie Haustier-TV kriegen und, dürfen wir bitte Max den Superhund bei Ihnen schauen? Unser Fernseher ist kaputt. Was glaubst du, was das hier ist? Etwa sowas wie ein öffentliches Kino? Hau ab, Mistköter. Halt dich da raus, Flo-Taxi. Ach, bitte, bitte. Wir sind auch ganz artig. Können Sie nicht bitte einmal nett sein? Alles in Ordnung, Madame Stick? Oh, das reicht. Geht nach Hause. Von wegen artig. Das war ja wohl ein schlechter Scherz. Was machen wir denn jetzt? Es muss doch eine Lösung geben. Die gibt es auch. Wir müssen nur unseren Charme benutzen. Das ist das Bild. Du bist der Beste. Wir setzen die Geheimwaffe von Max, dem Superhund, ein. Willst du deinen Gegner kriegen, musst du ihn mit Charme besiegen. Genau wie in Max und die Eroberung des goldenen Kanus. Ja, ich liebe die Folge, wo er den Hula-Hula tanzt. Genial! So kriegen wir sie rum. Ich weiß, dass sie total auf Hawaii steht. Ich bastle ihr einen tollen Blumenkranz. Ha, das kannst du abhaken. Fertig! Genau wie auf Hawaii. Und jetzt fehlt nur noch eine schöne Prise Pfeffer. Das verstehe ich nicht. Bereit, den Charme spielen zu lassen? Du schon wieder? Aloha, Madame Stick. Oh,
Wein, die Sonne, die Palmen, Hibiskusblüten. Dürfen wir bitte reinkommen und Max, der Superhund? Moment, irgendwas riecht doch hier nach Pfeffer. Atschi! Atschi! Macht, dass ihr wegkommt, sofort! Und lasst euch bloß nie wieder in der Nähe meines Hauses blicken! Aber Madame Stick... Leute, wir brauchen einen neuen Plan. Was geht ab, Fettsack? Sag mal, wie fühlt man sich, wenn man Mäusespeck statt Muskeln hat? Captain, lass den Piepmatz in Ruhe! Fang mich, Schwabbelbacke! Captain, komm auf der Stelle zurück! Hier bin ich! Er ist so mutig. Ich hoffe, er wird nicht gefressen. Keine Sorge, Caro. Robin hat doch kein Spatzenhirn. Alles klar. Los jetzt. Wir können rübergehen. Wie lautet Max Geheimtipp Nummer 2? Willst du ins Haus des Gegners rein, muss der Gegner draußen sein. Pass gut auf, da sind überall Fallen. Keine Sorge, ich kenne den Laden hier wie meine eigenen 4 Pfoten. Caro, immer schön hinter mir bleiben. Die Luft ist rein, Bobby. Weitermachst, ist Fernsehgucken gestrichen. Oh, puh. Ich glaube, ich habe Bobby und Bill einen Vorteil verschafft. Oh, Hilfe! Hallo! Oh nein! Hilfe! Hallo! Also, Georg, dann schauen wir doch mal, was du da eingefangen hast. Na, sieh einer an. Was habt ihr Schurken auf meinem Grundstück zu suchen? Was soll ich machen? Na, wir haben nur mit dem Ball gespielt. Verschwindet von hier! Danke, Caro. Das war toll. Gern geschehen, Jungs. Oh Mann, es ist gelaufen. Wir werden niemals Max, der Superhund, sehen. Oh, aber er ist doch mein Held. Hör mal, Bill. Hat Max jemals den Kampf gegen den bösen Dr. Motte aufgegeben? Du hast ja so recht, Caro. Max gibt niemals auf. Dann mal los. Ihr zwei seid die Besten. Wir gehen zurück. Es ist Zeit für Max Geheimtipp Nummer 3. Immer angreifen und niemals kneifen. Geschafft! Was ist denn hier? Georg, lass sofort Captain los! Wirst du mich wohl runterlassen? Georg ist klasse! Beeil dich, Bill! Es fängt an! Wir haben es geschafft! Aha, nimm dich in Acht, Dr. Motte! Oje, das klingt schlimm! Wir müssen ihnen helfen! Ich halte den Sessel warm! Okay, 1, 2, 3!
Vielen Dank. Ich habe... Captain hat Angst im Dunkeln. Wir helfen immer gerne, Madame Stick. Wissen Sie, Bill und ich sind nämlich professionelle Geheimagenten. Genau wie in Max, der Superhund aus dem Fernsehen. Ja, maximaler Einsatz. Genau wie Max. Ach, wirklich? Ich dachte immer, Max, der Hund, wäre nichts als Schund. Im Gegenteil, Max ist ein wahrer Superheld. Er versteckt seine Ausrüstung in seinem Halsband und er liebt tiefgefrorenes Trockenfutter. Wirklich? Und was gehört denn noch so zu seiner Ausrüstung? Tolles Zeug, aber ich weiß nicht, ob es reicht, um Dr. Motte zu besiegen. Na schön, ich muss diesen Supermax unbedingt sehen. Es ist zu spät, die Folge ist zu Ende. Zum Glück kenne ich mich bestens mit moderner Technik aus. Mhm. Ein Knopfdruck genügt und schon läuft die Wiederholung. Ja! Tja, wie sagt Max der Superhund immer so schön, gib nie auf und glaub stets daran, dass man alles schaffen kann. Lies mal! In seinem neuesten Abenteuer muss Max dem Geheimagenten 003 eine dringende Nachricht überbringen. Hä? Den Film muss ich unbedingt sehen. Ich wette, Bill könnte das auch. Guter Witz, Bobby. Echte Hunde haben keine Chance gegen Max. Das werden wir ja sehen. Was genau macht er da? Hausaufgaben? Perfekt! Agentin 002 Marie, Treffen um 15 Uhr im Park. Sag mir Bescheid, ob du kommen kannst. Agent 001 Bobby. Bill, bring den Marie und komm mit ihrer Antwort zurück, okay? Kinderspiel. Guter Hund. Okay, los, los, los! Und? Was habe ich dir gesagt? Freu dich nicht zu früh. Marie wohnt gleich um die Ecke. Bill dürfte höchstens 10 Minuten brauchen. Was hast du denn im Maul? Frisst du jetzt auch Papier? Nein, das ist eine Geheimbotschaft für Marie. Ist das dein Ernst? Vergiss die Botschaft, komm mit in den Park. Der Hundefänger! Oh nein, die Nachricht! Ich hatte sie fast. Warte, ich komme! Alles in Ordnung, ich hab sie. Plüsch mir nach! Es hat keinen Zweck. Wir werden ihn nicht finden. Ist doch ganz leicht. Wir folgen einfach dem Sushi-Duft. Guter Plan. Es ist schon 10 Minuten her, dass Bill losgegangen ist und er ist immer noch nicht zurück. Ich mache mir keine Sorgen. Er kommt sicher gleich. Wenn du das sagst. Wir nähern uns der Nachricht. Ich kann das Sushi ganz deutlich riechen. Da vorne. Was? Oh! Oh! Alles klar!
Die Nachricht, schnell! Das ist doch verrückt! Was sollen wir jetzt machen? Wir folgen dem Zettel heimlich. Irgendwann wird er von allein abfallen. Gib's auf, Bobby. Bill kommt nicht zurück. Vielleicht hat Marie ihn gefüttert. Dafür braucht er Zeit. Nee, der geht mit einem seiner Kumpels im Park spazieren. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Los, gehen wir zu Marie. Du bist hier noch sturer als ein Esel. Der Zettel ist immer noch nicht abgefallen und er geht so langsam wie eine Schnecke. Ja, wir verschwenden zu viel Zeit. Wir ändern unsere Taktik. Ohoho, hallo Bill, schön dich zu sehen, mein Kleiner. Liegt da was auf dem Weg? Mhm. Gut gemacht, Bill. Du passt auf, dass niemand die Umwelt verschmutzt. Es gibt Menschen, die ihren Müll einfach überall hinwerfen. Halt! Was hat er vor? Nein! So, bitteschön. Problem gelöst. Bis bald, Bill, und Dankeschön. Los, mach schon, Bill. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ekelhaft. Jetzt stecke ich auch noch fest. Vielleicht solltest du doch aufgeben, Kumpel. Heute ist einfach nicht dein Tag. Das werden wir ja sehen. Ich komme einfach nicht ran. Lass mich mal versuchen. Hey, kleine Blaumeise. Könntest du mir vielleicht den Zettel aus dem Mülleimer holen? Super, danke. Zeit für einen kleinen Leckerbissen. Pass auf, hinter dir. Plüsch, kümmere dich um Captain. Hey, nein, warte. Warte, komm zurück. Was? Gibt das trottelige Wollknäuel schon auf? Komm sofort zurück. Gib mir den Zettel. Interessant. Bill scheint dieser kleine Papierfetzen wirklich viel zu bedeuten. Gib mir meine Nachricht zurück. Hey, nein, komm zurück. Bitte, komm zurück. Marie! Hey, Marie! Tja, sie ist nicht zu Hause. Das erklärt, warum Bill noch nicht zurückgekommen ist. Wie denn? Denk doch mal nach. Er ist bestimmt auf der Suche nach ihr. Gib doch einfach zu, dass du die Wette verloren hast. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück, bitte! Rocky! Rocky! Hallo, Axel. Hey, Leute. Habt ihr Rocky irgendwo gesehen? Nein, tut uns leid. Er ist weggelaufen. Wirklich? Ja, ich war sauer, weil er in der Mülltonne gewühlt hat. Ich hab ihn angeschrien, da ist er weggerannt. Vielleicht ist er ja in den Park gelaufen. Gute Idee. Ich sehe gleich nach. Hey, alles okay. Du bist in Sicherheit. Komm runter. Hey, komm zurück. Tut mir leid. Ich hab Captain verloren. Das bringt nichts. Er hört nicht auf mich. Captain hat ihm riesige Angst eingejagt. Bitte nicht. Okay, du lenkst ihn ab und ich schnapp mir den Zettel. Ach, komm schon. Kannst du nicht mal für Ablenkung sorgen? Nein. Na gut. Schöner Tag heute, was?
Hey, du da, Hund, halt! Du bist verhaftet! Rocky? Was für eine Schande! Ich, Rocky, wurde gefangen vom Hundefänger. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hör auf, mir kommen gleich die Tränen. Die Gefahr ist vorbei. Du kannst runterkommen. Danke. Dieser Vogel ist vollkommen verrückt. Macht hin, Jungs, weg hier! Irgendwann werde ich euch kriegen. Wartet's ab! Hey, was macht der eigentlich hier? Ist eine lange Geschichte. Hey, Bill. Hey, Bills Kumpels. Oh, was hast du denn da? Eine Nachricht von Bobby. Danke, Bill. Ich schreibe eine Antwort. Bin gleich wieder da. Na bitte. Auftrag ausgeführt. Wer ist der Beste? Hier. Ich werde um 15 Uhr im Park sein. Bleib stehen! Bill ist immer noch nicht da. Du hast die Wette verloren. Ja, sieht ganz danach aus. Gib mir die Nachricht, Captain, oder du lernst mich so richtig kennen. Was soll dieser Lärm? Lasst mein armes Kätzchen in Ruhe, ihr dreckigen Köter! Was macht denn dieser Zettel hier? Agentin 002 Marie an Agent 001 Bobby. Ich werde um 15 Uhr im Park sein. Ist das ein Geheimcode oder so etwas? Nein, das ist für mich. Eine geheime Botschaft. Och, das erinnert mich an die guten alten Zeiten. Danke, Madame Stick. Tut uns leid, dass wir Sie gestört haben. Kommt schon, Freunde. Attacke! Siehst du, Marie hat geantwortet. Bill hat seinen Auftrag ausgeführt. Ja, das stimmt. Aber er hat länger gebraucht, als wir dachten. Wie im richtigen Leben. Es ist 15 Uhr. Schnell, ab in den Park. Rocky! 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 Ah! Oh, Rocky! Hast du mich erschreckt? Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Also war Bill nicht nur ein toller Nachrichtenüberbringer, er hat auch Rocky gefunden. Ja, aber ohne mich hättest du das nie geschafft. Keine Frage, wir sind ein tolles Team. Ja? Letzter im Geheimpark ankommt, hat verloren, okay? Auf die Plätze! Wir haben keine Chance. Bill hat 4 Beine, wir haben nur 2. Das stimmt. Es muss fair sein. Gib uns einen kleinen Vorsprung. Na gut, ihr Schummler. Er kann doch nichts dafür, dass er so schnell laufen kann. Ach komm schon, Bill. Du gewinnst doch sowieso. Gleich werdet ihr mich alle nur noch von hinten sehen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Anschnallen und fertig machen zum Start, Caro. Ole! Juhu! Wir kommen nicht mehr rein. Der Park ist abgesperrt. Sie haben alle Eingänge geschlossen.
Davon lasst ihr euch aufhalten? Stopp! Hm? Auf dem Schild steht Zutritt verboten. Seht ihr? Hä? Kein Zutritt? Das ist unsere Hundewiese. Wir können da reingehen, wann immer wir wollen. Es ist verboten, Bill. Wir dürfen nicht mehr in den Park. Privatgrundstück. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den Bauunternehmer Herrn Herzlos. Hä? Ja, das Grundstück gehört jetzt mir. Ich baue darauf einen Parkplatz. Aber Herr Herzlos, das können Sie doch nicht machen. Wir hatten dort schon unser Geheimversteck, als wir noch ganz, ganz klein waren. Dann wird es Zeit, dass ihr euch ein neues Versteck sucht. Die Bauarbeiten gehen morgen los. Unser Geheimversteck. Dort habe ich meine besten Knochen vergraben. Der Bauunternehmer heißt nicht umsonst Herr Herzlos. Armer Bill, das ist sein Lieblingsort. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sollten ihm eine Falle stellen mit Wasserballons. Was ist, wenn wir dort Zelte aufstellen, damit die Planierraupen nicht durchkommen? Hey, Kinder, ich weiß, was funktionieren könnte. Eine Petition. So habe ich Rosenkohl in unserer Schulkantine verbieten lassen, als ich in eurem Alter war. Eine Petition. Danke, Dad. Das ist eine tolle Idee. Wir haben schon zwei Unterschriften. Mamas und Papas. Das ist ein guter Anfang, aber wir brauchen ungefähr 1000 Unterschriften. Ja, wir brauchen so viel, dass wir sie nur noch mit einer Schubkarre transportieren können. Aufgepasst, Herr Herzlos. Sie stecken in Schwierigkeiten. Rettet unseren Park! Unterschreibt für die Natur gegen die Autos! Gebt uns unseren Park zurück! Kommt schon, kommt alle her! Wir beißen nicht! Würden Sie unsere Petition unterschreiben? Aber natürlich, junges Fräulein. Gebt uns unseren Park zurück! Stellt sich das einer vor, die wollen die Hundewiese zubetonieren. Die sollen sich schämen! Kinder und Hunde protestieren gemeinsam. Wie rührend. Haltet mich auf dem Laufenden. Das könnte eine tolle Story werden. Hä? Möchten Sie auch unterschreiben? Entschuldigung! Gebt uns unseren Park zurück! 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 Wisst ihr was, ihr Köter? Ich verstehe gar nicht, wieso ihr überhaupt einen Park braucht. Geht doch auf die Müllhalde. Hau ab, Captain, bevor ich dir die Schnurrhaare ausreiße. Habt ihr das gesehen? Das nenne ich blitzschnelle Reflexe. Pass gefälligst auf deinen Hund auf. Das hier ist eine seltene Mondaugen-Saxifraga-Blume. Diese Blumen wachsen nicht mehr in freier Natur. Ihr zwei hättet beinahe eine Umweltkatastrophe verursacht. Bist du verletzt, mein kleines Samtblättchen? Mua.
Also wenn Sie wirklich etwas Gutes für die Natur tun wollen, dann sollten Sie hier unterschreiben. Och, geht das schon wieder los mit diesen nervigen Bauarbeiten. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber es gibt nichts, womit man diese Bulldozer aufhalten kann. Nicht übel, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Wir müssen wenigstens die eine Seite vollkriegen. Vergesst es einfach. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich habe fiese Ohrenkrämpfe von der ganzen Jongliererei. Du hast recht. So dauert es zu lange. Machen wir das auf unsere Weise. Also zuerst müssen wir unsere Knochen finden. Hallo? Ihr geht doch nicht etwa auf, oder? Wie sollen wir denn da reinkommen? Auf Stelzen? Ich weiß was Besseres. Wir stürmen den Zaun. Kein Hindernis kann uns aufhalten. Jawohl. Okay, gut gemacht, Leute. Ah, super. Ich habe einen Knochen gefunden. Ja, und ich habe meinen Quietschknochen gefunden. Plüsch, los, fang. Den kriegt der Bauunternehmer nicht. Bauunternehmer jetzt anrufen? Tut mir leid, Bobby, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Um Bauarbeiten zu verhindern, braucht man mehr Unterschriften. Wirklich? Wie viele denn? 1000 mindestens. Und selbst dann ist man auf die Unterstützung der Medien angewiesen. Oh, das war's dann wohl. Wie soll ich das denn Bill erklären? Da fällt mir ein, wo ist Bill denn? Vielleicht ist er mit den anderen zurück zum Geheimpark gegangen. Meinst du wirklich? Oh, oh, dann müssen wir lieber schnell nachsehen. Bleibt stehen! Fortno! Vorsicht, das ist der Hundefänger. Auf Gefechtsstation. Ja. Hey, das tut weh! Ja. Ah. Ja. Ah. Lassen Sie sie laufen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht nochmal herkommen. Auf keinen Fall! Unbeschütztes Betreten eines Privatgrundstücks, tätlicher Angriff auf einen Beamten. Dafür werden Sie bezahlen. Autsch! Ups. Ist alles okay mit Ihnen? Nichts verletzt? Doch, mein Stolz. Hätte ich doch damals nur auf meine Mutter gehört und wäre Gärtner geworden. Das ist sicherer. Ich weiß, dass es schwer ist, Bill. Aber wir müssen gehen. Auf Wiedersehen, geheimer Park. Es war so schön hier. Hey, Leute, seht mal. Erinnert ihr euch an irgendwas? Die Blume sieht doch aus wie die von Madame Stick. Du hast recht. Nein, Pitt, du darfst sie nicht pflücken. So, hier ist ein ruhiges Fleckchen für dich. Du wirst es hier lieben, mein Schätzchen. Oh, eine Mondaugen-Saxifrager. Das ist ein Foto von einer echten, die drüben im Park wächst. Was? Bringt mich zu ihr. Die Blume, die ich gefunden habe, ist extrem selten. Und sie steht unter Naturschutz. Es ist ein kleiner Schritt fürs Pflänzchen, aber ein riesengroßer Schritt für unsere Natur hier. Bitte lächeln. Das kommt auf unsere Titelseite. Moment mal, das ist ungerecht. Bill hat die Blume entdeckt. Ist nicht so schlimm. Oh. Wenn die Blume unter Naturschutz steht, darf sie nicht ausgegraben werden, richtig? Noch viel besser. Es ist gesetzlich verboten, die umliegende Landschaft zu zerstören. Überlass das nur mir. Hallo, Herr Herzlos. Ja, wissen Sie den Parkplatz, den Sie planen? Können Sie vergessen. Schicken Sie Ihre Bagger woanders hin. Wenn Sie wissen wollen, warum, lesen Sie die Zeitung.
Erledigt. Ach, das tat gut. Wir haben gewonnen. Unser Park ist gerettet. Sie ist wunderschön, oder? Und dank ihrer Samen werden hier bald noch viel mehr von diesen Blumen wachsen. Danke, hübsche Blume. Kommt schon, lasst uns spielen. Hey, wartet auf mich. Was ist denn hier passiert? Oh, das ist nichts. Wir haben nur ein bisschen rumgetobt. Ein bisschen viel. Mama und ich müssen ein paar Einkäufe erledigen. Und während wir weg sind, machst du hier klar Schiff und lernst dein Gedicht auswendig. Hä? Na gut, Mama. Haha, wahnsinnig witzig. Komm schon, Bobby. Ich will, dass hier alles blitzt und blinkt. Ja, 100% blitzblank. Ich habe eine Aufgabe für dich, Bill. Du wirst dafür sorgen, dass Bobby tut, was wir gesagt haben. Bis wir wieder da sind, bist du hier der Chef, Bill. Bill und der Chef? Schnapsidee. Ganz im Gegenteil. Es ist eine brillante Idee. Ich bin der Chef im Haus. Komm, zuerst spielen wir ein bisschen. Für den anderen Quatsch haben wir später noch Zeit. Oh, das ist ja putzig. Bill spielt den Boss. Hey, das ist überhaupt nicht putzig. Und wenn du nicht gehorchst, wirst du mich kennenlernen. Nein, nein, nein. Komm schon, Bill, jetzt übertreibst du. Ha. Ja! Ah, ah. Mm. Huh? Ja! Mach's gut, Kumpel! Oh nein! Hey, Bill, was fällt dir denn ein? Gib uns das Frisbee wieder! Tut mir leid, heute wird nicht mehr gespielt. Bobby hat andere Verpflichtungen. Ach, wirklich? Allerdings, ich habe hier nämlich jetzt das Sagen. Ja, ja, das hättest du wohl gern. Gib mir die Frisbee-Scheibe. Ich hab das ernst gemeint. Ach, komm schon, Bill. Gib mir die Frisbee-Scheibe. Ich muss los. Hä? Bill, komm wieder her! Das wäre geschafft. Auftrag erledigt. Du willst, dass ich mein Gedicht lerne? Na schön. Tiger, Tiger, Helen, Facht. Bla, 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 bla. Fertig. Er macht sich über mich lustig. Zeit fürs Fernsehen. Kommt nicht in Frage. Also wirklich. Hey! Willst du sie? Dann komm und hol sie dir. Bill, komm her. Ist mir völlig egal. Dann spiele ich eben auf Papas Tablet. Ja,
kannst du vergessen, Bobby. Hey, Bobby, kommst du mit in den Park? Ja, aber nur kurz. Ich muss noch aufräumen und mein Gedicht lernen. Oh! Okay, dann eben nicht. Ja, ich muss noch ein paar Sachen machen. Aber die mache ich erst, wenn es mir passt. Ich komme, Pete! Pete? Hey, Pete, komm zurück! Du hast mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Mach's gut. Okay, Bobby, hör mal zu. Jetzt wird hier richtig rangeklotzt und nicht länger rumgemotzt. Auftrag ausgeführt. Was? Zieh Leine, Bill. Ich lass mich nicht von einem Hund rumkommandieren. Na schön. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Hör auf damit, Bill. Das ist eklig. Stopp, das kitzelt so. Stopp. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es nervt mich, dass du andauernd auf mir rumhackst. Lass mich in Ruhe. Und lauf mir nicht immer hinterher. Bill, Schluss damit! Oh oh, er klingt echt sauer. Guten Appetit, Bill. Ich gehe eine Runde aufräumen. Das wird ein wahrer Festschmaus. Ich habe eine Aufgabe für dich, Bill. Bis wir wieder da sind, bist du hier der Chef. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich glaub's einfach nicht. Bill hat sein Sandwich nicht gefressen. Oh, das ist ja schade. Du bist gar nicht hungrig? Dann kommt es wieder in den Kühlschrank. Nein! Puh, ich bin erleichtert. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du womöglich krank bist. Bobby! Er hat mich eingesperrt. Mach's gut, Bill. Was für ein Schlitzohr. Ich kann's nicht fassen. Er hat mich eingesperrt. Schmeckt dir dein Sandwich nicht? Das sieht so lecker aus. Du hast recht, Caro. Wäre echt eine Verschwendung. Hallo, Marie. Hallo, Bobby. Wie geht's dir? So lala. Ist was nicht in Ordnung? Es geht um Bill. Er ist total verrückt geworden. Ich muss Bobby wiederfinden, aber wie komme ich hier raus? Immer der Nase nach. Ups. Ming? Plüsch? Wir wollen dich abholen. Ja, die verteilen gratis Hundekuchen in der Stadt. Klasse. Oh, ich kann nicht mitkommen. Was? Ich habe heute andere Verpflichtungen. Was? Ich erklär's euch später. Ich muss los. Ist der jetzt endgültig durchgedreht? Wie auch immer. Mit dem Sandwich habe ich ihn reingelegt. Also wirklich, Bobby, verstehst du denn gar nichts? Was denn?
Bill gibt sich so viel Mühe und du unterstützt ihn nicht ein bisschen. Das ist unfair. Du bist so süß, Bill. Nimm ihn mit nach Hause, diesen bösen, bösen Jungen. Na schön, Bill. Du bist der Chef. Soll ich nach Hause kommen? Du bist mir vielleicht einer, Bill. Na bitte, er hat's verstanden. Wollen wir einen Film gucken? Hä? Was? Reingefallen! Keine Sorge, ich räume jetzt mein Zimmer auf. Das wurde aber auch Zeit. Puh, das wird ewig dauern. Na gut, auf los geht's los. Ja, Teamwork! Tiger, Tiger, hell entfacht, in den Waldungen der Nacht, welches Gottes Aug und Hand nur dein furchtbar Gleichmaß spannt. Bill, Bobby, wir sind wieder da. Tempo, Hunde! Tada! Ich bin wirklich begeistert, Bobby. So aufgeräumt war dein Zimmer noch nie. Bill hat ganz viel geholfen. Und was ist mit deinem Gedicht? Tiger, Tiger, hell entfacht, in den Waldungen der Nacht, welches Gottes Aug und Hand nur dein furchtbar Gleichmaß band. Gut gemacht, Bobby. Ich bin stolz auf dich. Ja! Hey, Bill, wo hast du die Frisbee-Scheibe versteckt? Oh nein, das habe ich total vergessen. Habe ich doch nicht. Bill, nein! Bobby, Bill, alles in Ordnung? Ups. Hey, da ist ja mein Knochen. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir Axel und Rocky in dem 10-Runden-Match heute locker besiegen. Hey, ja! Hallo, Erde an Karo, der Ball. Entschuldige, ich habe wohl von Salat geträumt, weil heute doch Markttag ist. Ihr habt's aber eilig, ihr Leckermäulchen. Bitte, der ist für dich, Bill. Eine Kleinigkeit für dich. Und für mich, mich. Oh, ich bin untröstlich, Caroline. Aber ich bin leider zu spät gekommen. Salat gab's nicht mehr. Dafür habe ich dir Kohl mitgebracht. Ist nicht so schlimm, oder? Nächstes Mal gibt's Salat. Möchtest du ein Stück hiervon? Kopf hoch, Caro. Ich werde dir höchstpersönlich Salat besorgen. Wirklich? Das ist ja wohl Ehrensache. Du bekommst auch heute deinen Salat. Toll! Gleich fängt das Spiel an, Bill. Wie wär's, wenn wir einen Zwischenstopp beim Supermarkt einlegen, hä? Um Salat zu kaufen? Nichts wie los! Ich.
geschlossen? Na klar, heute ist Sonntag. Oh nein, ich habe es Caro versprochen. Da kann man nichts machen. Heute gibt's keinen Salat. Alle Läden sind zu. Das Spiel ist wichtig, das weiß ich. Aber ich muss unbedingt Salat besorgen. Hm? Na sowas. Ja. Ich warte auf den Platz auf dich. Nun komm schon. Kann ich Ihnen behilflich sein, Herr Schnauz? Sie müssen gut darauf aufpassen. Das Ding bleibt überall stecken. Danke, Bill. Du warst meine Rettung. Nicht weglaufen. Ich habe etwas für dich. Ich würde eigentlich lieber das da haben. Ist das dein Ernst? Seit wann frisst du denn Salat? Er gehört dir. Du hast ihn dir verdient. Na lauf schon, du Schlingel. Siehst du, ich halte immer, was ich verspreche. Gut gemacht, Bill. Caro wird sich freuen. Jetzt lass uns aber endlich trainieren. Bill, die Mülltonne beim Restaurant ist voll mit frittiertem Hähnchen. Aber ich komme da nicht ran. Hilfst du mir hoch? Frittiertes Hähnchen? Warte mal. Geht das in Ordnung, Bobby? Ihr wollt spielen? Meinetwegen, aber nicht so lange. Axel und Rocky sind bestimmt gleich da. Keine Sorge, ich pass auf. Toller Fund, Ming. Das Hähnchen da drin duftet himmlisch. Spring auf den Fahrstuhl und es gehört uns. Wow! Super! In Deckung, der Hundefänger! Jetzt hab ich dich, du kleiner Dieb! Hau schnell ab, Bill, sonst fängt er dich auch noch! Nie im Leben, Kumpel! Na komm schon! Lass mich! Du hast ihm gezeigt, wer der Boss ist. Danke, Bill. War mir eine Ehre, Ming. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Gib mir meinen Ball wieder. Captain, hör auf, Plüsch den Ball zu klauen. Hey! Hey, Pitt, spielst du gleich den Schiedsrichter? Ist ja komisch. Ich hab doch eben Bill mit Plüsch weglaufen sehen. Bist du sicher, dass er pünktlich zurückkommt? Aber klar, ich kann mich immer auf Bill verlassen. Was ist los, Freunde? Traut ihr euch etwa nicht rein? Das hättest du wohl gern. Warte auf mich, ich bin gleich wieder da. Ich kenne alle seine Tricks. Na dann, wo ist er hin? An Georg hier kommt kein Eindringling vorbei. Du rückst jetzt den Ball raus. Sofort. Oh. Da
Auftrag erledigt. Cool, Bill. Wollen wir zusammen eine Runde spielen? Keine Zeit. Bobby wartet im Park auf mich. Bill, es ist eine Katastrophe. Der Hundefänger hat Min gefangen. Okay, zeig mir den Weg. Da lang. Bill, wo bist du? Bill ist nicht hier? Mich wundert das nicht. Man kann sich nie auf ihn verlassen. Gib doch zu, dass du bloß Angst hast zu verlieren. Bill kommt schon, du wirst sehen. Hey, der Salat sieht ja toll aus. Meine Mutter baut auch welchen im Garten an. Nicht meine Nase, das tut weh. Autsch! Lass meine Ohren los! Hey, herausspaziert! Na, warte, dich krieg ich! Nochmal danke, Bill. Kein Problem, ich konnte dich doch nicht im Stich lassen. Aber jetzt muss ich los. Bis bald. Wenn Bill nicht in 2 Minuten aufkreuzt, haben wir gewonnen. Und zwar kampflos. Stimmt's, Pit? Hä? Ja, du hast recht. Bill! Hey, Bill! Na toll, kommst du auch schon? Ist ja großartig. Was denn? Ich bin pünktlich. Also geht's jetzt los oder nicht? Zu dumm für euch, dass Bill doch noch gekommen ist, oder? Na dann. Das Team, das zuerst 10 Würfe schafft, hat gewonnen. Hier, fang! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, der Salat! Sieben, 8, 9 und 10! Die Gewinner sind Axel und Rocky! Wir sind die Größten! Wuhu, ja! Wuhu! Du hast den Salat gerettet, das ist die Hauptsache. Oh. Hey, warte! Das bist ja du! Ich bin ziemlich gut getroffen, oder? Gefährlicher Hund, gesucht vom Hundefänger? Das ist... Ich hab dich, Schlappohr! Und diesmal entkommst du mir nicht! Lassen Sie ihn frei! Er hat nichts getan! Widerstand gegen die Staatsgewalt, herumstreunen und im Müll wühlen? Da kommt eine saftige Geldstrafe auf deine Eltern zu! Der arme Bill! Er hat sich so viel Mühe gegeben, allen zu helfen. Und das hat er nun davon. Aber wir lassen ihn nicht hängen! Niemals! Oh nein, der Salat! Ich hab's! Sag mal, ist der Salat deiner Mama wirklich so gut? Sag schon, Bill, wo hast du ihn versteckt? Naja, also weißt du, es ist so, es gab Probleme. Dein Salat! Oh, danke, Bill, du bist der beste Freund auf der Welt. Oh.